Herzlich willkommen bei unserem zweiten Tutorial, heute mit dem Thema Kompression. Ich habe einen kleinen Song mal vorbereitet, den wir mal aufgenommen haben. Das war im Rahmen von einer Demoproduktion für eine Sängerin, die überwiegend auf Hochzeiten oder auf Taufen zum Beispiel singt. Und die kam zu uns und hat halt eben gefragt, ob sie jetzt mal ihre paar Songs aufnehmen kann, weil sie natürlich den Kunden etwas vorspielen möchte, bevor sie dann überhaupt den Auftrag bekommt, beziehungsweise einen Auftrag weiter bespricht. Ich spiele euch einfach das mal an, dann könnt ihr mal reinhören, wie sich das anhört und ja. Since that kiss, I can't help but reminisce. Amy, shall do you remember? Walk the street to the beat, hand in hand, you and me. Smiling faces, so enough, hoping that we all could see. We were all together. Das war jetzt mal so eine kleine Hörprobe. Jetzt mute ich mal ganz kurz, beziehungsweise stelle mal alles, was ich so gemacht habe, auf Bypass, damit wir auch mal wirklich das Rohmaterial hören. Nach der Aufnahme hat sich das Ganze dann so angehört. Hey Michelle, do you remember? We walked the street to the beat, hand in hand, you and me. Smiling faces, so in love, hoping that they. Gut, also jetzt hört ihr mal die Rohaufnahme, so hört sich das im Endeffekt an. Ja, alles noch sehr dumpf, alles noch nicht komprimiert. Und dazu kommen wir jetzt. Und zwar habe ich hier. Ich habe jetzt mal so ein paar Einstellungen einfach mal ein bisschen blöd rumgedrückt. Ich erkläre euch nochmal ganz kurz, hier ist der Threshold-Wert, der einfach auch nochmal sagt, okay, bis dahin, beziehungsweise ab dahin, soll der Kompressor anfangen zu arbeiten, beziehungsweise alles, was über diesen Threshold-Wert von 24,8 oder minus 24,8 jetzt in dem Fall gerade. Also man kann da ja auch umdrehen, wie man eben will. Ihr seht da auch ganz schön, hier verändert sich was, wenn ich hier rumspiele. Das ist nämlich die ganze Kurve. Das ist hier quasi der Threshold. Das ist die Ratio. Die Ratio heißt im Endeffekt nichts anderes, oder das bedeutet nichts anderes als die Rate, mit der das komprimiert werden soll. Das heißt, wir haben hier eine Ratio eingestellt von 1 zu 3,30. Das heißt, der eingehende Pegel, der über den Threshold liegt, wird im Verhältnis 1 zu 3,30 komprimiert. Das heißt, die Pegelspitzen, die oben drüber sind, werden 1, ich sage jetzt mal grob 1 zu 3, also ums Dreifache eben abgesenkt. Wir haben hier dann nochmal einen Make-up-Schalter, einen Make-up-Regler, je nachdem, den kann man hochstellen, je nachdem, wie man die Kompression eben fährt. In der Kompression passiert ja letztendlich nichts anderes, indem einfach Laute, zumindest in der Abwärtskompression, indem Laute Signalpegel, die ab einem bestimmten Wert anfallen, in diesem Fall der Threshold, abgesenkt werden und somit die Dynamik reduziert und das Signal dichter wird. Den Make-up-Regler braucht man eben dann, wenn man das jetzt auf seine gewünschte Stufe komprimiert hat und dann einfach sagt, man möchte das Signal dadurch, dass es eben
dichter geworden ist, einfach wieder laut fahren, ja, und auf die Ausgangslautstärke eben, ja. Dann haben wir hier den Attack Regler, den Hold, dazu kommen wir aber nochmal separat, und den Release. Ja. Zum Attack Regler sei zu sagen, der regelt eben, wie schon eben sagt, die Anfangszeit, ja, und wie schnell der Ganze eben anfängt zu arbeiten. Ich habe ihn jetzt hier mal so auf 3,1 Millisekunden, beziehungsweise 30 Millisekunden, genau, 3,1 Millisekunden gestellt. Bei Vocals ist es so normal eigentlich. Also ich sag mal so 10, 3, ich sag mal so zwischen 5 oder zwischen 3 und 10, je nachdem, wie man es eben haben will. Das muss man nach dem Gehör machen, weil man muss schauen, kommen die Transienten durch oder nicht. Das ist immer abhängig von Genre, von dem Sänger, von der Aussprache, wie ist die Aufnahme, beziehungsweise auch vom Instrument. Ja? Wir wollen jetzt zwar heute nur über die Vocal-Kompression reden, aber prinzipiell ist so, dass man zum Beispiel bei einer Drum oder einer Kick-Drum ganz gerne einfach eine längere Attack nimmt, beziehungsweise den Kompressor erst später anfangen lässt zu greifen. Das heißt, man nimmt eine höhere Attack, damit die Transienten von der Kickdrum eben durchkommen und nicht so matschig klingen, würde ich jetzt mal sagen. Ja, matschig ist, glaube ich, der passendste Ausdruck, der mir jetzt gerade so einfällt. Die Release-Zeit heißt im Endeffekt nichts anderes wie wie lang dauert es, bis der Kompressor aufhört zu arbeiten, nachdem die Pegelspitze den Threshold unterschritten hat. Das heißt, wir haben jetzt einen Threshold von 21,8. So, wir sehen es hier. Einfach mal, das sind hier diese 21,8. Kann ich jetzt bewegen, wie ich will. Wir haben jetzt hier einen Pegel. Ich spiele es einfach mal an. We belong together, you and me against the world. We fight. Das heißt alles, wenn der Pegel hier über diesen Threshold-Wert kommt, dann fängt der Kompressor an zu greifen. Das heißt, ab hier sagt der Kompressor, alles was oben drüber ist, wird 1 zu 3 komprimiert. Wenn der Pegel aber wieder abfällt unter diesen Threshold-Wert, hört der Kompressor aufzuarbeiten. Die Release-Zeit ist dafür da, dass man dem Kompressor sagen kann, hey, wenn der Pegel unterschritten ist, musst du noch so lange arbeiten. Ich habe hier jetzt mal einen Wert von 262 Millisekunden. Das ist so eine ja, mittlere Release-Zeit, die man hat. Je nachdem immer, was man komprimieren will. Das verhält sich jetzt zum Beispiel, sag ich mal, beim Rap-Vocal oder bei einer Kick-Drum oder zum Beispiel beim Bass anders. Beim Bass ist es zum Beispiel so, je nachdem immer, wie man es haben will, ein Bass klingt, je nachdem, wie lange die Töne auch angespielt sind, klingt der auch natürlich länger. Das heißt, ich brauche natürlich auch vielleicht nochmal eine höhere Release, damit das Ganze nicht plötzlich abfällt. Noch einen RMS-Wert. Der steht für Root Mean Square. Das ist eine Messeinheit, um die Lautheit Dynamik zu messen. Will ich jetzt nicht so viel dazu sagen, weil es nochmal ein spezielleres Thema ist, wo es einiges drumherum noch zu erzählen gibt und ich das in dem Kompressionstutorial nicht reinpacken kann, da es einfach zu lange dauern würde, genau alles zu erklären, sodass es für euch verständlich ist. Das werde ich aber natürlich im Hinterkopf behalten und werde es nochmal separat bearbeiten. Ja, wir haben hier noch ganz normal die Werte. Der Input und der Output und wir haben hier die Gain Reduction. Da haben wir hier noch einen Live-Knopf, ist jetzt aber nicht so wichtig für das, was ich erklären will. Wir haben hier noch den Softknee und Auto Makeup. Softknee ist im Endeffekt nichts anderes. Das ist hier quasi die Kurve. Ja, wenn ich
Das ist die Ratio-Kurve. Wenn ich ganz runtergehe, ist die Ratio 1 zu 8. Das heißt, das Achtfache in Bezug auf das eingehende Signal wird komprimiert. Nie ist im Endeffekt diese Übergangsform. Ja, diese Übergangsform zwischen dem Pegel und dem, was letztendlich komprimiert wird. Wenn ich Soft Knee mache, heißt das nichts anderes wie die Runterrechnung, also sprich diese Kompression von, in meinem Beispiel waren es ja 1 zu 3, ja, 1, ja, komm, 1 zu 3, ist nicht so hart, ja, bisschen softer. Das kann gewünscht sein, wenn ich zum Beispiel in einer Vocalspur sehr krasse Anstiege habe von den Pegelspitzen und ich mir dann aber sage, wenn ich jetzt den Kompressor fahre, dann hört der sich aber so ziemlich rabiat und brachial und abrupt an. Das möchte ich nicht. Und dann gibt es eben mit dieser Soft-Knee-Funktion die Möglichkeit, das Ganze ein wenig weicher zu gestalten. Die Auto-Make-Up-Funktion heißt im Endeffekt nichts anderes, wie dass das Plugin selber für sich bestimmt, wie laut dann das Ausgangssignal wieder werden soll. Ich habe jetzt noch was vorbereitet schnell und habe euch mal alle Einstellungen hier resettet. Ich lasse das einfach mal laufen und dann seht ihr mal, wie ich dann so vorgehe, beziehungsweise wie ich das denn einstellen würde. I can help but reminisce. Hey Michelle, do you remember? We walked the street to the beat, hand in hand, you and me. Smiling faces so in love, hoping that they all could see. We belong together, you and me against the world. We fight out the hard way, 'cause it wasn't meant to be. Now it's you and her, I see. I can't help but reminisce. Hey Michelle, do you remember? We walked the street to the beat, hand in hand, you and me. Smiling faces so in love, hoping that they all could see. We belong together, you and me against the world. We fight out the hard way, 'cause it wasn't meant to be. So, was ich jetzt gemacht habe, und zwar folgendes. Ich habe jetzt erstmal meinen Threshold-Wert eingestellt. Und zwar aufgrund, deswegen habe ich einen relativ, ich sage jetzt mal, normalen Threshold gewählt, also minus 23, konnte man natürlich auf dem Aufnahmepegel an, ne? Kann natürlich die ganzen Zahlen, je wie man einfach eingepegelt hat, natürlich variieren. Also Threshold ist kein fester oder kein absoluter Wert, den man irgendwo übertragen könnte. Also man sagen kann, jede Spur bei minus 20 irgendwie Threshold ist schmal. Das muss man eben je nach Audiospur sehen. Und zwar habe ich den Threshold auf minus 23,1 gesetzt, weil wir haben hier ja eine Pegelspitze, die hochgeht. Und ich sage, ja, so ein bisschen so ungefähr ab diesen Bereich, wenn es drüber geht, möchte ich, dass der Kompressor arbeitet, weil das sind so Pegelausschläge, die verändern die Dynamik und dann reißt es vielleicht irgendwo im Song raus. Ne? Das ist halt natürlich blöd. Von der Ratio her habe ich jetzt mal so eine relativ für eine Vocal relativ harte Ratio gewählt, also so 3,66. Relativ. Es kommt immer auf den Threshold drauf an. Wäre ich jetzt natürlich noch weiter runtergegangen und hätte dann gesagt 3,66, dann wäre es natürlich blöd, weil dann das Verhältnis schon riesig ist. Aber ich habe die Ratio eben deshalb so hoch
weil ich einfach will, dass er mir diese krassen Pegelspitzen abfängt. Ich will jetzt gerade die Stimme zu eich komprimieren, weil es ist eine Gesangsstimme. Die soll auch ein bisschen atmen, die soll auch ein bisschen Luft haben, auch ein bisschen Dynamik vor allem, weil in dem Song natürlich auch ruhigere Passagen drin sind. Und deswegen habe ich eben gesagt, alles, was so dann über diesen Wert kommt, ne, sollte es schon relativ schön abregeln, dass man einfach einen relativ gleichbleibenden Pegel hat. Ja, Attack-Zeit, die habe ich jetzt auf 7 gewählt. Wir haben jetzt nicht so krasse Transienten drin, dass ich sage, müsste ich vielleicht noch höher stellen, dass jetzt ein S-Laut, was am Anfang kommt, oder ja, keine Ahnung, dass es halt nicht durchkommt, dass das Ganze dadurch eher matschig und stumpf wird. Ja, das haben wir hier nicht der Fall. Ich habe jetzt nochmal so ein bisschen so hier einen kleinen Hold-Wert gelegt, weil ich jetzt so übers Hören ja rausgehört habe, dass der Pegel, wenn er das verlässt, zu schnell zurückfährt. Ja, und ich möchte einfach, dass der Kompressor aber auf demselben Rhythmus noch ein bisschen arbeitet, dass das Ganze nicht zu rapiat sich anhört, wenn der Kompressor aufhört. Wir haben jetzt dann nochmal eine Release-Zeit, bis der Kompressor komplett ausklingt dann. Und die haben wir so auf 139 Millisekunden. Das ist eigentlich für eine Vocal, ja, so eine eher so Ende kurz bis Anfang mittlerer Release-Zeit. Eben weil ich sage, ich möchte die ganze Stimme komprimieren, sondern nur hier diese Pegelspitze. Ja, oder diese Pegelspitzen, die über diesen bestimmten Threshold-Wert sind. I can help but reminisce in the shadow you remember. Walk straight to the beat and hold your activate. Jetzt habe ich euch mal ein wenig was gezeigt über die Abwärtskompression. Es gibt auch noch die Möglichkeit eben der Aufwärtskompression. Da würde das Ganze dann umgekehrt funktionieren. Das heißt, die leisen Pegelspitzen, in dem Fall hier, dann würde ich, werden angehoben, ja, und dem lauten Pegel eben angepasst. Dann würde ich quasi mein Threshold setzen und sagen, okay, alles, was hier darunter ist, soll bitte ja, mit einer Ratio von 3 zu 1, 4 zu 1, ne, 2 zu 1. In dem Fall würde ich sagen, eigentlich fast ja, zwischen 2,5 und 3 zu 1 eben noch hoch gehen lassen. Und ja, das wäre dann die Aufwärtskompression. Letztendlich bewirken beide Kompressionsarten eine Dynamikveränderung. Das heißt, der Abstand zwischen dem lautesten und dem leisesten Pegel sinkt. Dadurch wird das Signal dichter und dadurch kann man es nochmal in der Gesamtlautheit lauter fassen. Das war es heute erstmal von mir. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig weiterhelfen anhand des Beispieles. Kompression ist eine sehr, sehr weitläufige Sache. Ich werde auch nochmal, wenn ich mit den Grundschritten des Tutorial-Blocks fertig bin, das heißt, wenn wir alles abgearbeitet haben, auch nochmal auf Teilbereiche eingehen. Sprich, wir nehmen uns dann nochmal jedes Thema, jedes Oberthema vor, wie zum Beispiel in der letzten Blockausgabe den EQ und machen da dann Unterthemen. In dem Fall wären das dann so Sachen wie Sidechain Compressing oder der Live-Modus. Nochmal genauere Details zwischen Peak und RMS. Und, und. Also da gibt es nochmal einige Sachen, die man darüber erzählen kann. Nur würde das jetzt den Rahmen sprengen, das nochmal alles
aufzuführen. Und ich denke auch, das wäre zu viel Input, damit man wirklich mal damit arbeiten kann. Was ich euch auf jeden Fall noch auf dem Weg mitgeben will, ist: komprimiert sparsam. Es muss nicht alles immer tot komprimiert sein. Dynamik ist viel schöner, viel angenehmer fürs Ohr als irgendeine platte, tot komprimierte Wurst, wie ich sie ganz, ganz oft bekomme zum Mastern. Deswegen tut euch selber einen Gefallen, tut euch euren Ohren einen Gefallen und vor allem geht entgegen dem Trend des Loudness Wars. Und wenn wir schon mal beim Thema Loudness War sind, kann ich euch auch noch dazu sagen, dass ein Limiter zum Beispiel nichts anderes ist wie ein Kompressor, nur mit einer höheren Ratio. Also meinst 1 zu 10, 1 zu 20. Ne? Darauf wollen wir aber auch nochmal in einem Unterthema in Sachen Kompression bzw. Dynamikbearbeitung eingehen. Dann wünsche ich noch einen schönen Sonntag und bis demnächst.